Heute ist der Start einer kleinen Serie, die ich für euch vorbereitet habe. Nämlich habe ich mir mal rausgesucht, wo die Schauspieler aus The Walking Dead auch noch in anderen Filmen und Serien vorkommen. Heute nehmen wir uns Negan vor. Ich habe mir mal drei Filme rausgesucht, in denen Jeffrey Dean Morgan genauso schauspielert wie in der Serie The Walking Dead. Das heißt, ihr könnt euch vertrösten, wenn ihr mal wieder Negan sehen wollt, auch in anderen Szenarien. By the way, für alle neuen Zuschauer, abonniert gerne den Kanal, um nichts zu verpassen. Jeffrey Dean Morgan ist ein Filmmonster. Der Typ hat so viele Filme veröffentlicht, aber ich habe mir mal drei rausgesucht, die ich auch alle gesehen habe, wo er wirklich so schauspielert, wie er Negan schauspielert. Zum einen haben wir den Film Rampage, Jahr 2018, und mit dem Hauptdarsteller Dwayne Johnson, auch The Rock genannt. In dem Film geht es um einen Konzern, der anhand von Genmanipulation Tiere optimieren möchte. Und natürlich geht sowas wieder fürchterlich schief und es werden Tiere infiziert, die dadurch größer und aggressiver werden und Menschen und sogar Städte angreifen. The Rock als Primatologe versucht das Ganze natürlich zu verhindern. Jeffrey Dean Morgan spielt einen höheren Mitarbeiter eines Geheimdienstes und es ist faszinierend wirklich, er erinnert sehr, sehr stark an den ersten Negan, den wir gesehen haben. Gestik, Mimik, alles. Von daher schaut euch den Film gerne an. Er hat sehr, sehr viel Screentime. Das heißt, ihr könnt eine extra Portion Negan erleben. Watchmen 2009. Watchmen ist einer der legendären Filme von DC und spielt in den 1980er Jahren. Es gibt eine Superheldengruppe, die Opfer einer Verschwörung wird, denn ein Superheld nach dem anderen wird rausgepickt und ermordet. Jeffrey Dean Morgan spielt Edward Blake, den sogenannten Comedian, und ist genau wie in The Walking Dead Staffel 7, Staffel 8 einer der, ja, sagen wir mal, polarisiert, ne? Andere Figuren, die ihr sicherlich auch schon mal irgendwo gehört habt, sind Rorschach und Dr. Manhattan. Rorschach ist derjenige, quasi die Hauptfigur dieses Filmes, der die ganze Verschwörung aufdecken möchte. Hier, sowie in Rampage, haben wir also einen Negan aus der Saviors-Zeit. Jetzt wollen wir uns mal den Negan anschauen, der nach den Saviors kam. Dieser etwas, wie soll ich sagen, düstere Negan, nachdenkliche Negan. Der Negan, der auch vieles bedauert hat. In dem Film The Postcard Killings haben wir genau das, einen etwas düsteren Negan. Ich habe den mal getauft, Post-Saviors-Zeit, also nach den Saviors. Film stammt aus dem Jahr 2020, ist ein Krimi. Negan bzw. Jeffrey Dean Morgan spielt den New Yorker Detective Jacob Cannon. Jacob Cannon hat eine Tochter, die in London in ihren Flitterwochen getötet wurde. Jeffrey Dean Morgan will das natürlich aufklären, begibt sich durch eine verrückte und wirklich gefährliche Reise durch Europa. Es geht da um einen Serienmörder, der auch in anderen Städten Morde verursacht. Ja, und da taucht man wirklich ein in die Psyche des Detectives, der seine Tochter verloren hat und nach Rache sucht. Also ich kann alle drei Filme wirklich empfehlen. Ich würde, wenn ihr wirklich den Negan sehen wollt, fangt mit Rampage an, der ist auf Netflix zu sehen. Habe ich gestern noch geguckt, deswegen hatte ich die Idee für dieses Video. Also von daher, Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben. Ich werde sowas Ähnliches auch mit den anderen Charakteren und anderen Schauspielern machen. Als nächstes ist Norman Reedus dran. Wo sehen wir noch? Einen Art Daryl, ja? Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!